Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Life is Strange. In der letzten Folge haben wir ja versucht, mit Frank zu reden. Einmal ist er gestorben und der Hund dann auch. Jetzt wurde Frank angeschossen. Das ist immer noch nicht so ganz die Option, die ich haben möchte. Ich möchte das friedlich lösen. Ich hätte es... Oh geil, wir haben schon wieder No Signal. Irgendwie ist das mit der Technik gerade nicht so das Wahre. Gut, ich möchte das friedlich lösen. Definitiv. Ich möchte weder, dass der Hund verletzt wird, noch dass Frank stirbt, noch dass Frank verletzt wird, noch dass Chloe die Waffe einsetzen muss. Wir wollen das einfach ruhig regeln. Wir kriegen das bestimmt hin. So. Tür schließen. Frank. You wait. Hey. Just the... Oh. Es tut mir leid. Listen, Frank. Yeah, yeah. So. There's no... Yeah, yeah. Well... Come on. Yeah, right, okay. Frank. What you... Du hast mir Angst gemacht? To be honest. I... Look, Frank, Mac... Okay. We're only here to talk. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Pompadour is süß. Oh, Pompadour is so cute. The only way you know my dog's name is if you broke into my RV. Er hat ihn doch gerade genannt. That's how we got out. You did it. Are you crazy? That's my dog. Wait, that's not what... Seriously, Frank, don't get all spun out. Calm down, Frank. Chloe. Oh Mann. Ja. Warum treffe ich immer auch die falschen Entscheidungen? Das ist echt nicht gut. Wir schaffen das. Wie gesagt, ich könnte es auch so lassen. Also Frank umbringen ist definitiv eine falsche Option, weil halt auch der Hund stirbt. Ne? Der Hund kann ja auch nichts für seine Erziehung in gewisser Weise. Ah ja, auf ein neues. Wir ziehen das Let's Play mal ein bisschen in die Länge. Ne? Kein Streit. Tür schließen. Dann kann der Hund nicht rauskommen. You. Hey. Oh. Es tut mir leid. Listen. Yeah. There's n- Yeah, yeah. Come on, Frank. Yeah, right. Frank. What you Ist mir Angst gemacht? To be honest, I could I only Look, Frank, Max doesn't need a gun anyway. Vor allem So are we cool? Please? Okay. Ich hab mal eine Frage. We're cool for now. Mister- My dog is And if you Müsste Chloe nicht den Namen auch kennen? Naja, gut. Scharf gemacht. Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, alright, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompadour. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yeah. Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Ich will nicht schon wieder eine falsche Entscheidung treffen. Armband. Ah, ich hoffe. You have Rachel's bracelet. You obviously know more than you're telling. So tell us. Never come into my home and tell me what to do. Understand? Man, there is something about you that is so wrong. I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs you. It's too late. She's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her, asshole. And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always. Calm down, Frank. Let's just... Yeah.
Gut, ab einem gewissen Punkt ist der Ton dann einfach abgeschnitten. Ah ne, no signal, okay. Deswegen. Irgendwas stimmt da mit dem Verbindungskabel wahrscheinlich nicht, ja. Ich muss mir das mal kurz angucken. So, ich hoffe, das ist jetzt halbwegs erledigt. Lass mal kurz die Vorschau einfach ein bisschen nebenbei laufen von dem Aufnahmeprogramm. Ach ne, haben wir ja schon gemacht. Wir wollen das Ganze wieder mal versuchen, nochmal friedlich zu lösen. Ich weiß, wenn wir die ganze Folge hier dranhängen. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd, dass das immer gleich eskaliert. Aber ich wüsste jetzt nicht, was die beste Option wäre, ne? Da Tür schließen. Weil wenn wir die Tür schließen, dann wird der Hund nicht erschossen. Naja, deswegen. Yeah, yeah. There's. Yeah. Yeah, right. Frank. Ist mir Angst gemacht. I. Look, Frank. Okay. We're only. Shit. Gerettet Wunder. No. That's very. Maybe we can. Rachel. Yes. You and. Du kennst Rachel. Frank, you knew Rachel almost better than anybody. And you know more than us. Together we could find her. Do you have anything to lose? When Rachel vanished, I pretty much lost everything. Das dachte ich mir. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. Yeah, I'll take it. Oh, Gott sei Dank. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Thank you. Yeah, thanks, Frank. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. Friedlich gelöst. Ohne eine Patrone zu verschwenden, ohne irgendwen zu verletzen. Ohne, dass jemand stirbt vor allem, ne? Oh, Gott sei Dank. Oh, hat lang genug gedauert, ne? Aber wir haben es hingekriegt. So, wir haben ja hier eigentlich alles gemacht, denke ich mal. Dann gehen wir mal zurück zu Chloe und schauen mal. Strand verlassen. Nun. Chloe, are you okay? Wahrscheinlich I'm glad nicht. Things worked out okay with Frank. Ja. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. I better focus on this board and start tying these clues together. Frank. Hi Max, wollte nur mal nachfragen, wie die Suche läuft. Danke Frank, wir arbeiten uns voran. Ich hoffe sehr. Halt mich auf den Laufenden. Komm später vorbei, wenn du feiern willst. Viel Glück. Das ist eben das, was ich meine, ne? Frank ist vielleicht dann doch, klar, wie gesagt, Drogendealer, alles hin und her. Aber er ist ja auch kein allzu schlechter Typ anscheinend. Das merken wir ja hier dann auch. Wir haben das Ganze ja er kann anders, definitiv, vor allem wenn man wahrscheinlich gegen seinen Hund was sagt, seinen Hund in Gefahr bringt oder... Sonstiges, wir haben ja gesehen, wie es enden kann. Deswegen, ja. Oh gut, wir haben 61 Seiten zu lesen. 61 Seiten, nehmen wir jetzt. 4 Seiten. Ja. Ah, sollten wir vielleicht mal machen, ne? Ja, die linke Seite hatten wir schon gelesen, ne? Nachdem wir also von anderen Mitgliedern unseres Teams Infos und Unterstützung erhalten hatten, begaben Chloe und ich uns zum Wohnheim der Jungs oder Nathans Reich. Chloe stand im Flur Wache, während ich mir Zugang zu Nathans Zimmer verschaffte.
Und obwohl ich mittlerweile Meisterspion und Detektiv bin, überraschen manche Dinge mich. Wie Nathans schicke, expressionistische Höhle. Als trete man mit einem einzigen Schritt vom Licht in den Schatten. Könnte den Temperaturabfall fühlen, aber natürlich kennt Nathan sich mit Fotografie aus und weiß, dass man Filme und Fotoausrüstung kühl lagern muss. Mein Sofortbildfilm wird in Jeffersons Klassenzimmer gelagert. Wo wir gerade bei Kälte sind, Nathans Zimmer verursachte mir Gänsehaut, verstörende, aber auch beeindruckende Fotos. Allesamt Belege für das Mobbing seines Vaters und wahrscheinlich den wichtigsten Hinweis überhaupt. Nathans Handy. Vermutlich voller Nachrichten und Geheimnisse. Es ist nicht gut, dass mir Schnüffeln und Stehen seit dieser Woche so leicht fallen kann. Heldin des Alltags? Dann tauchte Nathan auf. Er wirkte so gestört und außer Kontrolle, dass er mir etwas leid tat. Er braucht offensichtlich Hilfe. Aber dann erinnere ich mich dran, dass er auch ein Arschloch und gefährlich für mich, Chloe und Kate war. Bevor ich zurückspulen musste, griff Rowan ein und mein Ritter in strahlender Rüstung zahlte es Nathan mit einem Kopfstoß heim. Unglaublich, auch für Nathan. Rowan ließ den Affen raus und ging auf Nathan los. Es war uncool, aber meine Nerven waren nach dieser Woche so angegriffen und ich hatte die Idioten von Blackwell so satt, dass ich fast nicht versucht hätte, Rowan davon abzuhalten, Nathan zu verprügeln. Er musste sich an Nathan abreagieren, aber das war weder der richtige Zeitpunkt noch Ort. Auch wenn Nathan es verdiente und ich Rowan gerne beim Prügeln zugesehen hätte. Nach der Schlägerei im Wohnheim fuhren Chloe und ich zum Strand, um Frank zum Helfen zu überreden. Ich musste vorsichtig sein und ihn nicht aufregen. Er war echt sauer, dass jemand sein Kontobuch geliehen hatte. Aber als er merkte, dass es nicht um Drogen oder Geld ging, beruhigte er sich. Ich dachte nur, ich versuche einen Drogendealer zu überreden, uns bei der Suche nach einem vermissten Mädchen zu helfen. Frank stimmte zu. Er weiß, wie ahnungslos wir sind. Und vielleicht überzeugt unsere Aufrichtigkeit ihn. Ich bin immer noch unsicher, was ihn angeht. Und nicht so naiv, dass ich nicht sofort zum Zurückspulen bereit bin. Ich weiß nur, dass er Drogen verkauft, ein übles Temperament hat und Rachel liebt. Mehr als seine Bohnen. Ein weiteres Teammitglied gefunden. Oh yeah. Naja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist besser, Frank als Verbündeten zu haben, als Feind, ne? Das steht definitiv außer Frage. Mein Leben ist mittlerweile so surreal, ich weiß nicht mehr, wie ich reagieren soll. Ich kann Zeit und Raum manipulieren, aber altere deswegen vorzeitig? Achso, aber altere ich deswegen vorzeitig? Erfahre ich von Dingen, die ich besser nicht gewusst hätte? Mache ich zu viel kaputt? Nasenbluten und Schwindel sind ein eindeutiges Zeichen, wenn ich es übertreibe. Aber ich habe mich so dran gewöhnt. Macht korrumpiert? Noch nicht. Hoffentlich. Ich erinnere mich an die Star Trek-Folge, in der Kirk durch die Zeit reisen und eine geliebte Person sterben lassen muss, damit die Nazis den Krieg verlieren. Was für eine beschissene Wahl ist das? Was wäre passiert, wenn ich an diesem Tag nicht in den Toiletten gewesen wäre, um Chloe zu retten? Verflucht. Ich war da. Also sollte ich auch dort sein. Schicksal. Dass wir Frank überreden konnten, uns zu helfen, gab uns die meiste Hoffnung seit langem. Ja, in Anbetracht seiner früheren Reaktion waren Chloe und ich dumm, ihn zu konfrontieren. Aber keiner kann sagen, er hätte Rachel nicht geliebt. Er hätte allerdings das Messer nicht zücken sollen. Und mir gefällt nicht, dass er Teenagern gefährliche Drogen verkauft, besonders Nathan. Er braucht psychiatrische Aufsicht, nicht nur Pillen. Wenigstens wird er nicht mehr zu Frank gehen. Ich verstehe immer noch nicht, warum Chloe oder Rachel überhaupt mit ihm rumhängen würden. Wenn ich die Stadt nicht verlassen hätte, würde ich vielleicht weniger schnell urteilen. Jetzt haben wir Nathans Handy, Davids Koordinaten, Franks Kontobuch und ein großes Brett mit Hinweisen. Endlich. Vielleicht wendet sich nun das Blatt oder die Zeit. Ja. We've printed everything we need. Now it's time to focus on the big board. Sorry, we got Frank on our side without using you. Chloe's on a roll to find more clues about Rachel now that we're so close. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Ja. Was sollten wir tun? Es
Sammle Informationen zu einem Charakter, indem du alle. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Frank's account book. But the client names are encrypted. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? David Madsen und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Mr. Madsens Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. In Anbetracht des vorbildlichen Status Rachel sagte ich David, dass ich konkretere Beweise benötige, und er versprach, er habe welche vorzuweisen. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Chihuahua Katie, Bobtail, Madame Luxuskarre, Shiba Nacho, Husky Joseph, Windhund Mick, Dackel Stella, Golden Simon, Labrador Logan, Schäferhund Steve, Rot Nathan. Okay, Boxer Stifler, Beagle Justin, Bulldogge Chloe, Yorkshire Bruce, Mops Johnny, Chow Chow Nicholas, Pudel Glenn und Wolf. Okay, dann kombinieren wir das mal. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Wir müssen uns Rod auf jeden Fall merken, ne, für Nathan. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Hier ist auf jeden Fall was vom Rod. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Hier ist er nicht drauf. Deswegen würde ich vielleicht mal das nochmal auswählen. I'm getting a contact high just reading this. Nee. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Hier ist er auch nicht mit bei. Dann muss es hier noch sein, ne? I wonder what dog name Frank would have given me. Hier, dreimal. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Yep. Max, I know we can snap all these pieces together. Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. Wollen wir mal. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. I hope in this case that David has good tracking skills. TVN PKS. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. EWN PKS. David should have done way more than take photos of Kate. Sie weiß etwas. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Ja. Sorry. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Counter. You need to get rid of these damn cameras, David. At least David was finally going after the right suspect. David really has been on Rachel's ass for a while.
She should have been upset. Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Madsen folge ihr und fotografiere sie. David stritt dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich allerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben konnte. Was könnte hier zusammenpassen? Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Kate Marsh nimmt immer den gleichen Weg zum Unterricht, hörte Kate und Dana über Besorgungen für die Vortex-Party reden. Drogen? Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet, sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen? Sah Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Traue niemals Erwachsenen mit Spitzbart. Kate hielt sich seit der Vortex-Party von anderen fern, selbst von der Kirche. Drogen? Versuchte mit Kate über die Party zu reden, sie war verärgert und floh. Schuldig. Ich würde einfach mal versuchen, das macht zwar irgendwie keinen Sinn, aber das mal miteinander zu kombinieren. Das macht keinen Sinn, deswegen. Max. Das macht zwar keinen Sinn. And that's all she wrote. Oh, doch. Please let me find some clues about Nathan in here. Ja, ich würde aber sagen, bevor wir weitermachen, machen wir hier eine kleine Folgenpause. Ich dachte eigentlich, das würde keinen Sinn ergeben, aber hat dann doch, okay. Dann ist manchmal kombinieren auch einfach die richtige Lösung. Gut, in dieser Hinsicht hoffe ich, dass euch die heutige Folge bisher gefallen hat. Und mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Life is Strange ebenfalls wieder mit am Start wärt. Aber bis dahin, ciao.